Scheiße, ist das kalt. Ja, aber hier lässt es sich wenigstens aushalten. Statt zu quatschen, sollten wir uns lieber fragen, was wir mit dem Zeug hier anstellen. Was ist das überhaupt? Sieht aus wie eine alte Radiostation. Dass es keine Küche ist, war mir auch klar. Wenn wir das Teil in Betrieb nehmen... Dann könnten wir einen Aufruf starten und die Leute da draußen fragen, wo Chad sich versteckt hält. Gar nicht mal so blöd, die Idee. Immerhin wissen wir, dass er noch nicht den Alps in die Hände gefallen ist. Okay, wer kennt sich mit der Anlage aus? Das bin dann wohl ich. Gut, du kümmerst dich um das Ding und wir planen die erste Sendung. Wenn das mal gut geht. Klar doch, aber jetzt lasst uns erstmal was essen. Mein Magen macht schlapp. Was gibt es denn? Bohnen, was sonst? Neißenstein! Keine Zeit. Ich muss die Anlage reparieren. Hallo. Und jetzt verpiss dich. Wo kommst du denn her? Müssen die Mülltonnen wieder ausgeleert werden? Mit Frauen kann ich. Mit dir nicht. Mit Frauen kann ich. Sag nichts. Es würde mich sowieso nicht interessieren. Nicht mit Krug, Mann! Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. Bedrohung aus dem Norden muss beseitigt werden. Es gibt Hey, zeichnet das Ding schon auf? Ja, aber wozu soll das gut sein? Damit die anderen wissen, wohin wir aufgebrochen sind. Wenn sie diese Nachricht finden, können sie unserer Spur folgen. Du willst Chad also wirklich suchen? Natürlich, wir können ihn nur nicht hängen lassen. Na klasse, da finden wir einen halbwegs sicheren Ort und dann haut der Sack ab. Meckern bringt uns auch nicht weiter, also pack deine Sachen. Schon gut. Wohin brechen wir überhaupt auf? Goliath. Zu den Berserkern. Wenn das mal gut geht. Das rät euch Herbert. Aus dem Auge. Läuft das Ding? Irgendwie kapiere ich das noch nicht so ganz. Also, die Leute hier mögen keinen technischen Kram. Schon gut. Also fassen wir mal zusammen. Chad war hier und wollte sich den Berserkern anschließen. Richtig? Richtig. Aber er hat wie immer auf dicke Hose gemacht. Auch richtig. Tja. Und dann hat er volles Fund aufs Maul bekommen und wurde aus der Stadt geschmissen. Exakt. Und wo sollen wir ihn jetzt suchen? In der Wüste. Wenn die Berserker ihn nicht nehmen wollten, denkt er vielleicht... Er kommt bei den Outlaws unter. Gut. Bezahlen wir den Wirt und hauen ab. Thank you.
Selbst dran schuld. Bist du jetzt zufrieden? Ja, Chet war vor einer Woche hier, ist aber wieder abgehauen. Hast du auch erfahren, wieso? Du weißt doch, dass er Angst vor Frauen hat, oder? Ja, aber das ist doch kein Grund, die Beine in die Hand zu nehmen. Das nicht, aber man hat ihn dabei erwischt, wie er an der Unterwäsche der Prostituierten geschnüffelt hat. Was zum Teufel stimmt mit dem Kerl nicht? Keine Ahnung, aber wir müssen ihn finden, bevor er noch sein eigenes Grab schaufelt. Versuchen wir es also bei den Klerikern. Eine andere Möglichkeit bleibt uns nicht. Denkst du? Ach. Hier gibt es nichts für dich. Ist die letzte Aufzeichnung. Ich gebe es auf. Ach komm schon. War doch klar, dass die Kleriker Chet vor die Tür setzen. Der Kerl ist das totale Chaos. Kein Wunder, dass er sich bei diesen Ordnungsfanatikern unbeliebt gemacht hat. Ja, aber wo sollen wir noch nach ihm suchen? Vielleicht ist er nach Norden aufgebrochen. Zu den Alps. Wenn er denkt, ich friere mir für ihn die Eier ab, dann hat er sich geschnitten. Darf ich dich daran erinnern, dass es deine Idee war, ihn zu suchen? Was du nicht sagst. Ich hätte ein zweites Paar Stiefel einpacken sollen.